Ach, da ist er ja. Hallo, bei 9,5. Ich bin heute auf der Suche nach dem Osterhasen. Wobei, eigentlich suche ich seinen Verwandten, den Feldhasen. Von dem sieht man nämlich immer weniger. Warum eigentlich und wie wir ihn doch aufspüren können, das gucke ich mir jetzt an. Nach Sonnenuntergang mache ich mich auf den Weg. Denn so viel weiß ich schon, am besten findet man die Feldhasen im Dunkeln. Ich treffe Dr. Claudia Stommel und Peter Kapellmann. Die nehmen mich mit zu einer Hasenzählung. Herr Kapellmann ist Bauer und Jäger und will wissen, wie es mit dem Feldhasen in seinem Revier aussieht. Auch für Dr. Stommel von der Wildforschungsstelle in Bonn ist diese Info wichtig. Sie ist Wildbiologin und erforscht unter anderem die Feldhasenbestände. Wir wollen ja wissen, wie geht es unseren Hasen im Revier. Und dafür haben wir zwei Zählungen. Jetzt gerade machen wir die Frühjahrszählung und dann stellen wir quasi fest, wie viele erwachsene Hasen vor allem sich in dem Revier aufhalten. Und dann machen wir noch einmal eine Zählung im Herbst und dann sehen wir, wie viele Junghasen über den Sommer geboren worden sind. Und dann hat man einen guten Eindruck davon, wie die Hasen überleben, wie es denen geht. Und das wollen wir wissen. Für so eine Zählung brauchen wir ein Auto, ein Fernglas und einen Scheinwerfer. Dann geht die Hasensuche los und ihr kommt mit. Wir fahren im Schritttempo und leuchten dabei auf die Felder. Schon nach wenigen Metern erkennen wir was. Den ersten Hasen. Das sieht jetzt ganz nach Schnepfe aus. Eine Schnepfe ist ein Vogel und offenbar auch ganz gern im Dunkeln unterwegs. Ey, da. Ja, da wieder einer. Da läuft er. Das ist aber wirklich nett von dem Hasen, dass er so ein leuchtendes Auge hat im Scheinwerferlicht. Sonst würden wir ihn ja gar nicht sehen. Genau, das ist total super. Also wenn wir Schwierigkeiten hätten, den auch so zu erkennen, wenn er uns anschaut, dann sieht man eben diese Reflexion. Und das ist super, das sehe ich natürlich mit dem Scheinwerferlicht ganz optimal. Da ist einer. Stopp! Hase! Stopp! Da! Total super. Und es ist ihm anscheinend auch ziemlich egal, dass ich ihm direkt ins Gesicht leuchte. Er bleibt einfach da und chillt. Wir finden ja jetzt gerade Hasen. Also ich würde sagen, hier gibt es welche und es geht ihnen gut. Aber was sagst du, wie geht's insgesamt den Feldhasen? Genau, also in den letzten Jahren beobachtet man schon einen starken Rückgang. Das heißt, man muss es sehr genau im Blick behalten, wie entwickeln sich die Bestände. Und das ist natürlich auch genau, was wir hier machen mit den Zählungen, um zu schauen, vermehren die sich ausreichend und wie viele haben wir überhaupt in der Fläche. Das sind ganz wichtige Punkte, die wir im Moment sehr genau unter die Lupe nehmen, um zu sehen, wie entwickeln sich die Bestände weiter. In Deutschland gab es vor 30 Jahren tatsächlich viel mehr Feldhasen. Deshalb stehen sie jetzt auf der roten Liste der gefährdeten Tiere. Diese rote Liste ist eigentlich ein richtiges Buch. Darin werden tausende Tiere aufgelistet und nach ihrer Gefährdung eingestuft. Die Feldmaus zum Beispiel gilt als ungefährdet. Manche Eulen, wie zum Beispiel die Sumpfohreule, sind dagegen vom Aussterben bedroht. Der Feldhase ist als gefährdet eingestuft. Das heißt, sein Bestand ist deutlich zurückgegangen und muss besonders geschützt werden. Um das festzustellen, werden Feldhasen das ganze Jahr über und über mehrere Jahre beobachtet. Wissenschaftler nehmen in dieser Zeit viele Daten unter die Lupe, um zu sehen, wie die Bestände sich entwickeln. Auch die Zahlen aus Zählungen wie diesen werden bei der roten Liste berücksichtigt. Da. Direkt hier. Stopp, Stück zurück, Stück zurück. Mini-Stück zurück. Nee, da ist er. Da ist er. Ach, super. Da läuft er. Und stopp. Da ist der nächste. Es ist schon jedes Mal so ein gewisser Kick, ne? So ein kleines Erfolgserlebnis, ne? Dass man genau. So innerlich so denkt, so, jawohl. Übrigens, unser Weg ist so geplant, dass wir nie an einer Stelle zweimal vorbeikommen, um die Hasen möglichst nicht doppelt zu zählen. Oh, stopp. Da ist der nächste. Und er rennt, und er rennt, und er rennt. Wisst ihr was? Jetzt, wo ich diese ganzen kleinen orangenen Augen sehe, habe ich die Hasen auch lieb und möchte auch, dass es wieder mehr werden. Wenn wir jetzt hier vor 30 Jahren lang gefahren wären, würden wir dann hier alle paar Meter einen Hasen sehen? Wahrscheinlich öfter als heute. Dann sähe die Landschaft noch ein bisschen anders aus. Und das trägt natürlich auch dazu bei, dass es den Hasen vielleicht ein bisschen besser gegangen ist. Und das sind ja, auf jeden Fall Faktoren, die da reinspielen. Das größte Problem für die Feldhasen ist, dass ihr Lebensraum verschwindet.
Feldhasen leben auf Feldern und Wiesen. Tagsüber bleiben sie meistens versteckt in einer flachen Mulde. Die nennt man Sasse. Sollte ein Feind, wie zum Beispiel ein Fuchs, sich nähern, rennt der Hase blitzschnell weg. Seine Strategie dabei: bis zur letzten Sekunde warten und dann richtig Gas geben. Bis zu 70 Stundenkilometer kann ein Hase schnell werden. Feldhasen fressen gerne Gras, Kräuter und Getreide. Zum Leben brauchen sie also nicht viel: Futter und ein gutes Versteck. Das Problem: auf den Feldern wird immer öfter nur eine Pflanzensorte angebaut. Das führt dazu, dass die Hasen immer weniger Gräser und Sträucher zum Fressen und Verstecken finden. Außerdem werden auf dem Land immer mehr Straßen und Häuser gebaut, die den Feldhasen immer mehr Lebensraum wegnehmen. Und nicht nur das, um die 60.000 Feldhasen werden jährlich überfahren. Das alles macht diesem Tier das Leben schwer. Aber es gibt eine gute Nachricht. Wir können dem Feldhasen helfen. Und ich zeige euch jetzt wie. Das hier sind besonders hasenfreundliche Felder. Warum? Ich frage nochmal Claudia. Hallo. Das hier ist jetzt ein Blühstreifen, ne? Genau. Blühstreifen heißt, da wachsen jetzt keine Kartoffeln oder Rüben oder sowas, sondern da blüht irgendwas, also Pflanzen und Blumen, oder? Genau, also im Sommer sieht das ein bisschen anders aus als jetzt. Wir haben hier Nahrung und wir haben Deckung. Der Hase findet Schutz in den Flächen. Sollen wir mal reingucken, was es alles gibt? Wir gehen mal rein. Der Blühstreifen, das ist diese Fläche hier, in Orange markiert. Also man sieht hier ganz verschiedene Pflanzenarten. Hier sieht man zum Beispiel Klee. Die Häsinnen brauchen viel Nahrung. Und das ist eben ganz wichtig für die Milchproduktion, damit die kleinen Hasen die richtige Nahrung und gesunde Milch trinken können. Und hier sehen wir auch gleich, ist so ein Bereich, der kann schon dazu dienen, dass die Junghasen hier einen Unterschlupf finden und auch Deckung und auch vor dem Wind zum Beispiel, wie jetzt gerade, Schutz finden. Was gibt es denn eigentlich alles für Gefahren, die so ein Feldhase aushalten muss? Wenn wir rausschauen ins offene Feld, dann kann es schon was schwieriger werden. Dann finde ich nicht so unbedingt diese Schutzorte, Schutzräume. Viele kleine Hasen sterben bei der Bewirtschaftung, weil man sie einfach nicht sehen kann in den Flächen. Also ein Hase kann auch schon mal leider von einem Trecker oder von einem Mähdrescher auf dem Feld überfahren werden. Das kann passieren. Wenn man jetzt in so einem Feld so einen Blühstreifen macht, sind denn dann irgendwann auch wieder mehr Hasen da? Also erholt sich die Hasenbevölkerung dann? Das sehen wir schon auch an Untersuchungen, die gemacht worden sind. Wenn so beruhigte Brache, Blühstreifen in den Flächen sind, sich das sehr positiv auswirkt und da auch wirklich mehr Hasen überleben können. Jetzt muss ich ja, wenn ich sowas machen möchte, ein Landwirt sein oder zumindest muss ich so ein Feld besitzen. Was kann denn ich machen in meinem Alltag, um dem Feldhasen zu helfen? Also vielleicht eine Sache, wir haben gerade schon über die kleinen Hasen gesprochen. Ja, die Babys. Genau, wenn die in der Fläche sitzen, dann sehen die immer aus, als wären die ganz verlassen und alleingelassen von der Mutter. Und das stimmt aber gar nicht. Man denkt dann immer, man müsste die vielleicht mitnehmen oder zum Tierarzt bringen oder so. Die Mutter kommt nur ein-, zweimal am Tag, meistens in der Nacht, zum Säugen. Und dann bekommen die Junghasen alles, was sie brauchen und kommen tagsüber ganz alleine zurecht. Ich habe auf dem Weg hierhin so ein paar Leute mit ihren Hunden gesehen. Ne? Und die Hunde sind im Feld rumgelaufen überall. Ist das nicht auch eine Gefahr für die Hasen? Wenn hier ein Hund reinläuft und die Hasen aus der Fläche rausscheucht oder vielleicht einen Junghasen verletzt, ist das natürlich sehr negativ. Also sollte man auf jeden Fall versuchen, Hunde immer an die Leine und solche beruhigten Flächen gar nicht betreten und auch den Hund nicht reinlaufen lassen. Okay, also Babyhasen in Ruhe lassen und die Hunde an die Leine nehmen. Das sind doch schon mal gute Tipps, die ich gelernt habe. Habt ihr vielleicht auch noch Ideen, wie ihr Feldhasen helfen könnt? Dann bin ich gespannt auf eure Kommentare unter www.nurnanhai.de. So, weil Ostern ist, schenke ich dir meinen Osterhasen. Super, vielen Dank. Gerne. Und euch wünsche ich natürlich nur das Beste zu Ostern. Tschüss zusammen. Tschüss.